So, servus und grüßt euch zu einem weiteren Farmvlog hier aus dem wunderschönen Walchen im wunderschönen Österreich. Ja, ich darf euch zu einem weiteren Farmvlog hier begrüßen. Ihr seht schon da vorne schon, ich habe einen Feldfavorit rausgeholt. Und zwar so Fessler, weil ja, die Kühe brauchen immer wieder ein bisschen Wasser. Wenn es euch jetzt wundert, warum ich jetzt da ganz raus will, da läuft tatsächlich ein bisschen zu wenig. Und da darf es jetzt ewig dauern, bis wir das Fessel früh hätten da. Und das rentiert sich jetzt echt so, finde ich jetzt ü. Weil wir haben da genügend Teiche in der Nähe. Oder was heißt Teiche? Teiche, Seen, ja, sowas im Dreh. Ja, ich würde tatsächlich mal sagen, bevor wir dann gleich mal los. Ich nehme jetzt dabei mit, wo ich denn noch fahre. Okay, haben wir schon angeschlossen, passt. Schlauch haben wir dabei, weil wenn wir keinen Schlauch dabei hätten, war es echt so ganz optimal. Ich bin jetzt ein bisschen blechig von Wind, kann ich jetzt mal gescheit umdrehen, deswegen müssen wir kurz da und aufhören. Und dann oben wieder runter. So, jetzt die zu weiten Wiesen nicht zu fahren, da mal zu viel zusammenfahren. So geht sowieso ein Weg entlang. Ist jetzt da nicht so schlimm. Und ja, das war's eigentlich. Ich muss mal schauen, also eigentlich ist jetzt erstmal geplant, die Kühe Wasser geben. Mal schauen, wie lange das dauert und wo sie dann zeitlich vielleicht noch ausgeht, wo sie mit auch nicht mehr kann. Und ja, ansonsten. Ah ja, genau, das habe ich noch gar nicht gesagt. Ein Farmer, ein 3-8er. Habe ich noch gefahren, beziehungsweise habe ich noch gefahren, sondern ich habe noch der Händler geholt. Oder was heißt der Händler? Oh. Kann man das so sagen, ich weiß nicht. Sagen wir so, der Landmaschinenmechaniker. Sagen wir so. Ja, der hat einen Händler dafür mit einem Tieflader angeholt, weil, wie gesagt, wenn die Kupplung hier ist, ist schwierig, dann weiß ich doch. Ja, 2 Kilometer wenn ich das eh. Und ja, die dann zum Fahren mit der kaputten Kupplung. Weiß nicht, ob das so schön ist. Da schalten wir mal eins um wieder. Ein bisschen schneller unterwegs sind. Ich weiß jetzt nicht. Ja, können wir sehen. Komm, schalten wir nochmal den vierten Gang auf. Mal schauen, ob wir da vorne wieder ein bisschen Schmackes aufkommen, weil da 16 so steigt es auch. Wir sind jetzt zwar momentan noch leer, also wir haben noch nichts im Fassler drin, aber. Ich muss er trotzdem schon gut ziehen, he? Als nächstes, da geht schon steil rauf, da. Okay. Ja, ging. Zwar jetzt ganz optimal, aber ist es gegangen. Ja, kommt nix. Da dann, sehe ich so, ist auch schon wieder steil. Ja, aber ich weiß jetzt, ne, Viecher hat er glaube ich, wie viel Steuer ist, das ist eh das normale Heulen. Ja. Aber beide hat er ein bisschen Auslauflehren, weil er jetzt nichts draufsteht. Nein, man weiß ja noch. Soweit ich weiß, hat er kein Viecher mehr. Aber wissen kann man es ja nie. So, jetzt wollen wir mal schauen, wir normalerweise müsste da eigentlich schon gleich dann da vorne da sein. Ist ein kleines Brückle, auch da vorne. Da müssen wir da, ich muss bloß schauen, wo ich da am besten halt. Ich glaube, ich fahre am besten rechts noch. Okay, man tut ja momentan nichts, also blinkt zwar trotzdem mal. Ja, das schaut gar nicht so schlecht aus. Mal schauen, dass ich da. Ja, dann muss ich dann rückwärts da hinschieben. Ich muss jetzt ein bisschen da in die Wiesen reinfahren. Ist ja zum Glück nicht zu stark gewachsen. Das heißt, zu viel fällt da nicht zusammen. So, dann schieben wir den nochmal hinter. Da schauen wir dann, wo es wieder seicht nicht geht. Nicht zu steil. Und zwar ein Allradler, aber. Ich mache halt zu viel verscharren. Und es ist doch noch, weil es ist Frühling, das ist dann bloß so, der ist schon kurz ein bisschen krank. Und ja. Ganz optimal ist das dann wieder.
Ja, noch ein Stückle. So, da soll ich passen. Und mit Slunge, Schlauch. Ja, Länge hätte das, gell? Da machen wir Handbremse rein. Jetzt sind sie, ja, hip. Steigen wir mal aus. Da mal kurz drüber. Achso, der Schlauch ist auf der anderen Seite. Nö. So, kann man bewusst mischen. Bin ich jetzt blöd? Wo ich losgefahren bin, habe ich den nach Druck geholt. Hab ich den jetzt verloren? Kannst du auch schmoren? Da liegt keiner da. Das war mir doch sicher, dass ich den nachgelegt habe. Kannst du vorne schauen, der Straße draus liegt da irgendwo? Ah. Das ist aber schon wegen komisch. Na gut, ne, ohne Schlauch kann ich jetzt nicht viel machen. So Leute, ich habe jetzt den Schlauch nicht mehr gefunden, den habe ich irgendwo da vorne mal bei der Kurve so irgendwie verloren. Ich weiß nicht, ist er rausgefallen oder was? Muss ich jetzt mal schauen, weil ja, ich mag ihn nicht nochmal verlieren. Auf jeden Fall, das Fassel ist jetzt so mit normalerweise voll. Wenn das bloß schauen, ah scheiße, wir rutschen schon. Das ist jetzt so gut, machen wir gleich mal Allrad und sperren, ne? Gang rein, Handbremse raus und Gas geben. Komm, zieht sich, ja. Er zieht drauf mit Schaden wieder, das ist gut. Schauen wir mal da vorne Stromausschnitt mitnehmen. Ah, wir sind raus, können wir gut. Können wir dort nichts, wunderbar. Oh. Ah, da habe ich mich jetzt ein bisschen verschätzt. Mit der Wendigkeit vom Fend. Ah, ist doch ein Longs geschoss. So, jetzt hat er aber. Dann schalten wir gleich mal wieder den dritten auf. Beziehungsweise den zweiten. So. Mal wieder schauen, ob der Schlauch. Ah, das sehe ich da mal, seht ihr? Wie hier ganz so praktisch. Oh mein. So, wieder leer. Dann bringen wir jetzt die Kirche mal frisches Wasser. Jetzt war noch sehr kurz, weil wir haben ja schon ein paar Grad. Und es kommt vom Berg rauf. Und apropos kalt, da zieht es mir so ein bisschen, machen wir fahren zu da. So, ich schaue mich nicht mehr. Jetzt zieht es von unten ein bisschen rein. Ja, da bin ich jetzt eh noch auf der Suche. Und zwar, normalerweise sind ja da beim Fenster unten so dünner drauf. Oder bei allen möglichen anderen Fritzmeier verdeckt. Kann man ja da unten, also seitlich wie da, so Plastikverkleidung noch machen. Und wie gesagt, ja, die darf ich halt noch suchen, weil die fehlen mir noch. Wie gesagt, oh, wenn es da was wisst oder die vielleicht noch rumliegen habt und nicht mehr brauchen könnt, und zum Verkaufer steht, einfach gerne ausschreiben. Das wäre das ja nicht. Aber ja. Da müssen wir jetzt gut in Brems gehen. Das sonst so überschippt, weil da können wir jetzt richtig scharfe Kurve. Das war aber ganz gefährlich, überhaupt im Winter, wenn da Schnee liegt. Ist zwar zu Hause, aber. Da hinten, da rechts, sehe ich jetzt eh gleich, obwohl sind wir zwar schon gleich bei unserem Hof da, aber da geht's gut, wenn man da drüber schießt. Ist echt so angenehm. Fast haben wir noch dran, Schlauch, sehe ich jetzt, sehe ich jetzt, Alter. Ja, können wir dann erst sagen, wenn wir wieder unseren Hof den sehen. So, dann lassen wir den mal langsam da nachrollen. So. Oh, war knapp auch ging. Das ist schon ganz schön eng, wenn man da rumfahren muss. Ich glaube, es wäre aber schlau, wenn ich den Frontlader wegmache. Weil der Favorit ist so oder so schon ein langer Diesel. Und dann noch mit dem Frontlader drauf und das Fassel hinten. Das ist dann schon. Uiuiui, oh, ja, da waren noch ein paar Steine, so. Das kommt davon, wenn man einmal zurückschaut. Echt so super. Dann gleich mal schauen, was das eigentlich ist. Jetzt muss ich bloß schauen, dass ich da hinten nicht komme. Also jetzt echt. Echt ein bisschen blieb mit dem Frontlader auch noch fahren, so. Müsste ich schauen, wie es noch bringt. Ja. Schon muss ich mal kurz einen anderen Diesel nehmen. Weil zum Beispiel der Farmer der 300er, der ist schon einiges kürzer als der Favorit da. Dann kann ich jetzt schlecht einschauen, jetzt muss ich kurz nachschauen. Weil ich will, dass ich da ein Haus noch vor, beziehungsweise ein Stall wohnt. Ausfall bitte. Komm. Bisschen eng da.
Jetzt hat. Eine Erweiterung, haben wir schon gesehen. Farbbilds irgendwie. So. Na, das bringt so nichts. Das werde ich glaube ich echt machen. Weil jetzt da ist von schon da, aber ich kann den Morgen versuchen. Und zwar indem ich einfach schon ein bisschen scharf einlenke gleich. Von Haus aus. So quasi. Weil das Ding ist halt, ich muss halt da mit dem Zapfhahn schon noch kommen, dass ich das schon nicht laufen lassen kann. Ich muss halt da echt. Ach, der ist alles wieder blöd, weil es alles so eng ist. Stirbt da der Dieselfrosch gleich noch, weil du zu wenig Gas gibst. Na, ja, das wird nichts. Das wird nichts, das wird nichts, das wird nichts, das sehe ich schon. Weil jetzt so vorne stehe ich, wow. Oder fast. Können wir nicht mehr nochmal so. Ich weiß schon, Leute, ich sehe es schon, ich würde aufgeben. Ich will schon schauen, dass ich da mit dem vielleicht hinten nicht komme. Aber das ist echt nicht so einfach. Na, stell mal wieder falsch so. Er kommt sie fix. Oh, ich verloren, wollte mir aber gesagt werden. Oh mein, ja, na komm, das. Das kannst du vergessen. Hm, ich muss gerade überlegen, den am schlauesten machen kann. Ich vielleicht da noch ein bisschen. Ach, was? Wo ich da jetzt ewig lang rum tue. Schau mir aus, die Handbremse rein. Zack, dann hängen wir zum auf. Zack, passt. Dann parken wir den kurz mal. Da ich denkt. Eine hohe kurzen Farm da. So, so müsst ihr euch passen, wie ich stehe los. Machen wir Mutter aus. So, dann holen wir kurz den Farm da. Der ist nämlich um einiges wendiger, wie ich gesagt habe schon. Er hält natürlich. Naja, von vorne ist so. Ich weiß nicht, ob es so geht. Naja, kann ich jetzt schlecht sagen. Ah, laufen wir halt schnell noch. Ja, hier ist Glücksgreif was zum Trinken. Alles gut. Ah, hinten durch. Da steht eben da und ihr seht schon, der ist um einiges kürzer. Das dürfte schon besser gehen, glaube ich. Sag mal, du wieder zu. Lenkrad klappen. Motor auch. Sodele. Wir fahren nochmal hoch machen. So, wenn wir da mal rausfahren, bin ich ein bisschen zweit umgefahren. Ja, jetzt geht's besser, wie gesagt, da geht's gut noch. So. Ja, muss ich mal schauen, ob ich in Zukunft vielleicht mit dem das Wasser aber hin tue. Mein Favorit ist schon echt, Er zieht zwar gut, also vom Gewicht her ist er super und alles. Aber von der Wendigkeit da ist halt einfach am Hof da ist da so ein kleiner Diesel wie der da schon einiges besser. Bin ich durchgekommen, weil da hast du gesehen, da bin ich jetzt schon durchgekommen ohne Probleme. Und wenn man denkt, ah scheiße, da komm ich mit durch. Aber ist so gut gegangen. Hätte ich mir zwar noch mehr gedacht, aber so dürfte passen. Machen wir mal kurz so stehen. Zack. Okay, Kamera wieder drauf. Zack. Du zu. Muss ich schauen. So dürft's gehen. Bisschen langsamer. Ja, die Geschwindigkeit dürft passen. So, dann hole ich jetzt so gleich noch ein bisschen mehr raus. Dass wir schon gleich mal ein bisschen einen anderen Kurvengang haben. Dann wird es nämlich oben einiges leichter werden. Denke ich mal jetzt mal. So. Weil jetzt hat. Können wir nämlich da das Schwert zurückschieben.
So, ja. Das gehört schon schön da. Und ja, das ist zu viel Blut, mit da noch haben. Dann müssen wir nochmal einmal kurz vorüberfahren. So. Ja, ein bisschen weniger rein tut mir leid, aber ich muss mich da ein bisschen konzentrieren. Stehen ein bisschen falsch so. Oh, das passen. Aber jetzt bin ich hin jetzt nicht zu viel Stock gefahren, ob schon leicht gehört, dass es gescheppert hat. Ganz leicht, aber. Ah, jetzt ist da Tür im Weg. Machen wir kurz außen rum. Ja, doch, das passt so wie es ist. Ja, dann lasse ich das Fahrzeug gleich mal leer laufen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute, Wasser ist alles perfekt reingegangen. Die erste ist auch schon da am Trinken. Auf ein Lass, das ist mega. Wäre zwar noch recht kalt sein, aber ja gut. Kann man jetzt halt ändern. Zack, tue wieder zu. Ah, wobei. Ich kann es fast leicht gleich da stehen lassen, ne? Weil das jetzt wieder da vorne geschiebt. Das ist eigentlich schon fast wurscht, wo es jetzt steht. Da tun wir mal nochmal zu, damit ich nicht wieder draußen rumlaufen muss. Wenn es geht. Ja, ich komme vorbei. Ist gegangen. So, wieder hochgehängt das gute Stück. Zack. Dann können wir den wieder für die fahren. Und dann muss ich gleich mal schauen, was ich dann gleich noch machen kann. Weil 4 sind soweit versorgt, wenn ich passt sehe, dann glaube ich, denke ich mal, werde ich mal schauen, wie es auf die Acker ausschaut. Und dass ich mich dann da drauf mache. Und, ja, stimmt. Heute mal glaube ich noch gerade was sehe, da muss ich vorher nochmal mit dem Bodenprobenamt telefonieren, dass die dann mal nochmal kurz vorbeikommen dann. Oder schauen wir uns einen Termin frei hätten. Weil, wie gesagt, ich jetzt auch schon wieder weiche, dass ich das gemacht habe. So, dann packen wir den da mal. Ja, doch, so können wir ihn stehen lassen. So, dann stört es keinen. Motor aus. Ah, dann haben wir nochmal Grundlenker. Wann lassen wir noch? Können wir da rausgehen. Tür wieder zumachen. Zack. Ja, passt. Zünden wir mal aus. Ja, das passt soweit. Ja, da bin ich, da geht's natürlich da. Muss ich mal schauen, ob ich da vielleicht ein bisschen was hingebe, mal eine Wohnladung. Mal schauen, vielleicht, dass ich von irgendwo, von, wenn ich mal einen Radweg anziehe oder was, dass ich da vielleicht mal was noch gebe. Dass, da jetzt so ein starker Hubbel ist. Aber ja. Jetzt werde ich nochmal schön den Favorit aufräumen. Dass der jetzt so viel rumsteht. So, laufen wir nochmal kurz hin drin. Ich will eine Trickspur heben noch. Nein, mei. Wie gesagt, ja, was weiß noch steht, so wie es jetzt da steht, steht es eigentlich relativ gut. Kann man eigentlich so stehen lassen. Schauen wir nochmal ganz kurz den Steuer rein, wie es da drin ausschaut. Ja. Stroh haben wir noch ein bisschen, aber könnte ich mal wieder ein bisschen was einstrahlen. Schaut ein bisschen wenig aus, wenn sie jetzt einen Bau noch legen wollen. Muss ich mal nochmal schauen, ne? Ja. Dann, ja, so viel Spur haben wir jetzt rein gemacht. Sieht man sie zu stark, das passt also. Dann machen wir da oder auch. Eins muss man sagen, es ist zwar, ja, es hat jetzt zwar ein großer Bugrot Plus, aber weg geht denn es aber einwandfrei. Also, da kann man nichts sagen. Dann natürlich auch noch viel Anfahrt, wenn du Standbremse rausmachst. So, jetzt hat aber. So, jetzt habe ich gerade überlegt, soll ich jetzt da oder vorne nicht parken? Aber das mache ich eigentlich schon mit Absicht, dass ich da nicht parke, weil vorne im Frontlader drauf ist, doch aber wieder wegen eng. So, jetzt muss ich bloß schauen, dass ich da passend zurückfahre, weil da mal Gewicht zerlegen, so passt. Ah. Und nochmal ein Stück gleich, das ist ja gerade in Stär. So ist es ja wieder.
Wo seid euch so schäppst den Stier? Ei, ei. Hier ist ein Rasbring. Rundler noch. Ja, so. Und mal raus. Handbremse brauche ich jetzt gar nicht. Weil der Korridor wegruhen. Ja, passt. Dreckig ist auch zu stark. Nein, nein, geht. Dann aber Mühe kann und da stehen. Ja, aber ich glaube, Leute, dann darin muss ich sagen, das war's für heutigen Farmflug schon wieder. Wie gesagt, ich hoffe, es war so gut oder euch gefallen. Ich werde jetzt hängt einer noch mit dem Wasser, Wasserabend, so ist ja. Wenn wir die ganze Zeit über Wasser geredet haben. Mit dem Bubenbrunnen am Drehen. Das waren die Terminfreiheiten, das war ein Hinschicker. Haben wir das geht relativ schnell. Weil der Tag sagt jetzt eigentlich relativ schön aus, 60 Sonnen scheint. Und übernächste Woche, beziehungsweise nächste Woche, sagt er dann schon wieder Ringe und das war dann nicht so gut, wenn wir da dann einen Acker nicht von mir hätten. Ja. Dann würde ich mal sagen, ich gebe euch dann Bescheid, wenn denn der nächste Farmflug stattfindet, dann kann ich euch Bescheid geben. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, euch gefallen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und macht es gut. We'll be right back.